Wir machen einen Klassiker. Muscheln nach Matrosenart. Nur mit ein paar Schalotten und etwas Sellerie und Lauch, damit die Brühe Aroma bekommt. Und am Ende noch etwas Meeresspargel. Wir nehmen Muscheln aus Seeland. Das sind die besten. Die Saison hat gerade erst begonnen, deshalb sind sie noch nicht ganz so fleischig. Die beste Zeit für Muscheln ist September, Oktober. Da schmecken sie am besten. Ich versuche, sie möglichst schmackhaft zuzubereiten. Ich liebe es, aus einem tollen Produkt das besondere Aroma herauszukitzeln. Ciao, schöne Ferien. Hallo, ich bin Lionel Rigolet und wir machen heute zusammen ein typisch belgisches Rezept. Muscheln nach Matrosenart, in Weißwein mit Pommes frites. Sie müssen in Rinderfett frittiert werden, das ist wichtig. Zuerst waschen wir die Muscheln 2 bis 3 Mal, damit der Sand rausgeht. Dann schälen wir die Kartoffeln. Währenddessen schmelze ich das Rinderfett. Die Stäbchen sollten möglichst gleich groß sein, damit sie später gleichmäßig bräunen. Danach darf man sie keinesfalls mehr abwaschen, damit die Stärke dran haften bleibt. Die sorgt dafür, dass sie knusprig und goldbraun werden. Während das Rinderfett schmilzt, schneiden wir das Gemüse. In der Zeit, in der das Gemüse angeschwitzt wird, frittieren wir die Pommes zum ersten Mal, also bei 140 Grad. Man kann kontrollieren, ob sie fertig sind, indem man sie zusammendrückt. Wenn man draufdrückt, muss es knacken. Leicht pressen, so ist es richtig. Dann auf ein Stück Küchenpapier geben. Die Mayonnaise muss hausgemacht sein, finde ich. Dafür geht man mit dem Mixstab ganz an den Boden. Und dann langsam nach oben, damit sich alles gut verbindet. Und dann wieder runter. Das Gemüse ist angeschwitzt. Dann kommen die Muscheln dazu. Mit Pfefferwürzen, kein Salz, denn sie kommen ja aus dem Salzwasser. Dann der Weißwein. Es ist wichtig, dass man sie bei starker Hitze gart und dauernd rüttelt, damit sie alle gleichmäßig garen. Jetzt kommen die Frühlingszwiebeln dazu. Und eine Prise Piment d'Espelette. Das liebe ich einfach. In der Zwischenzeit können wir unsere Pommes zum zweiten Mal bei 180 Grad frittieren. Sie sind fertig. Gut abtropfen lassen, damit sie nicht so fettig sind. Dann kommen sie auf ein Stück Küchenpapier und werden gesalzen. Am liebsten esse ich diese traditionellen Gerichte mit meiner Familie, meiner Frau und meinem Sohn. Guten Appetit. Wir essen mit den Fingern. Mit der Gabel schmeckt es nicht so gut. Ich glücklicher, ich kriege seit meiner Kindheit die guten Mulfrit meines Vaters. Ich habe es wirklich gut.